Ja, einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und eine wunderbare, bezaubernde gute Nacht. Ja, wo sind wir denn heute wieder gelandet? Ganz ehrlich, bis gerade eben wusste ich es auch nicht. Ja, gut, da hinten. Das ist schon klar, was das ist. Aber naja, jetzt erstmal ab ins Video. Ja, nachdem wir uns darüber geärgert haben, dass es keine objektiven Motorradtests gibt, ja, alles gekauft, alles verlogen und verstunken, ja, da kommt natürlich die Frage auf, ja, was hätte denn gerne der Bubi? Ja, Spannung, Spaß, Spielen, Schokolade, ein Überraschungsei? Falscher Dampfer. Ja, ich hatte mir das mal so ein bisschen überlegt, ja. Und ich habe mir das auch schön notiert. Und ja, zu welchem Ergebnis bin ich denn gekommen? Zwar angefangen mal bei der Motorleistung. Motorleistung, die Maschine hat hier auf dem Papier 140 PS. Wie genau das stimmt, ist natürlich immer die Frage. Aber so 140 PS als Oberkante reicht mir vollkommen aus. Klar kann man natürlich dann sagen, naja, mehr ist immer besser. Ja, durchaus, aber mal überlegt, mehr Drehmoment und sowas, sicherlich toll. Wäre natürlich auch Elektromotor eine Operation, die man sich da anlachen könnte. Allerdings Elektromotor, kann ich jetzt schon sagen. Nicht der Elektromotor ist das Problem, sondern die Energieversorgung. Ja, das ist ja hinlänglich bekannt bei allen Fahrzeugen. Auch bei Handys das Problem. Energieversorgung, naja, da müssen wir noch mal eine Nacht drüber schlafen. Die alternativen Antriebsformen bei den Motorrädern beschränken sich lediglich eigentlich auf Einzylinder, Zweizylinder, Dreizylinder, Vierzylinder, Sechszylinder und sowas. Ja, also Einzylinder kommt mir schon mal gar nicht mehr unter den Arsch. Wie ein paar wenige Probefahrten habe ich. Wie viele? Eine? Also Einzylinder ist nicht mein Ding. Zweizylinder, ja, kann ich mir da schon eher gefallen lassen. Weil Zweizylinder hat halt den schönen Druck von unten ab. Naja, gut. Gewisser Hubraum ist natürlich auch da vonnöten. Zweizylinder ist halt so, manchmal vibriert es und bei anderen Herstellern vibriert es nicht mehr so arg. Aber du hast halt trotz alledem bei einem Zweizylinder immer noch mehr Vibrationen wie jetzt bei einem Dreizylinder. Wenn du aber halt den Durchzug von einem Zweizylinder haben möchtest, dann ist ein Dreizylinder eigentlich gar nicht so ungeil. Weil der Dreizylinder ist halt im Vergleich dazu schon deutlich laufruhiger. Und das muss ich immer wieder feststellen. Jetzt nicht nur bei Harley-Probefahrten, sondern so überhaupt. Der dritte Zylinder, der bringt schon eine Ruhe ins Fahrzeug rein. Weil du hast halt nicht dieses Dusch, rechts, Dusch, links Gefühl oder vorne, hinten. Sondern du hast halt irgendwie noch einen dritten Störfaktor in dem Sinne, der das Ganze dann irgendwie ein bisschen glatter macht. Ja, ein Vierzylinder, ja, ist je nachdem, wie das Ding gebaut ist oder halt entwickelt wurde, auch schön, hat auch Bums von unten, kommt oben auch noch was. Allerdings ist halt schon immer irgendwie so konzeptbedingt, dass ein Vierzylinder ein bisschen Drehzahl braucht, dass der ja auf Touren kommt. Gut, es gibt solche, da juckt es nicht. Die haben so viel Punch, kannst du auch einen Zylinder wegmachen, das ist immer noch gut. Ja, also klar, das ist natürlich von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich, aber so muss ich sagen, Dreizylinder, gut, gibt es jetzt nicht so viel am Markt, aber Dreizylinder ist ja das Modell meiner Wahl, würde ich sagen, fast schon. Sonst hätte ich keine Triumph. Ne? Ergonomie ist natürlich auch so ein Teil. Du sitzt auf dem Motorrad doch sehr statisch drauf. Gut, Oberkörper so ein bisschen hin und her, aber die Beine, wenn du jetzt nicht Hanging Off oder sowas rumgeigelst, ist da auf Dauer doch ziemlich wenig Bewegung. Ja. Aber fangen wir mal oben an. Angefangen beim Lenker. Ja, der muss natürlich gut in der Hand liegen. Und da gibt's Harley Lowrider. Oh Gott. Der hat so richtig einen Holland-Radlenker. Die Sitzform ist natürlich auch extrem entscheidend über das Wohlbehagen. Auf der Speed Triple hier ist das sehr gut gelöst. Bei anderen Modellen, da denkst du, oh, das wird schon gehen. Und du stellst fest, nach 2 Sekunden drauf sitzen, das ist eine absolute Katastrophe. Ja.
Und Sitzlenker bedeutet, wie ist mein Rücken? Aufrecht, nach vorne gebückt oder so. Das ist auch so ein Ding. Der Rücken muss halt so sein, dass du damit zurechtkommst. Und wenn du halt total krumm und bucklig durch die Gegend fährst, weil es halt total Style aussieht, wenn du da nicht klarkommst mit, ist scheiße. Also dann brauchst du dieses Motorrad schon mal auch nicht. Ja, und wenn wir jetzt unten weitergehen, unterm Sitz, da sind die Fußrasten. Die Fußrasten sind natürlich auch so ein Ding bei mir. Ich hab's ja mit den Knien. Manchmal denke ich mir, oh, vier Fußbretter oder vier Dingsbums-Pedale wären geil. Fußrasten ist halt so, klar, wenn du richtig fahren willst, dann brauchst du die Fußrasten schon unter dir. Das verstehe ich schon, klar. Aber so mal nach vorne, wenn du gerade nichts zu tun hast mit den Füßen, ist auch geil, ja. Also Fußrasten, so Reisefußrasten wären schon geil. Also so, ja, Floorboards. Windschild ist so ein Ding, entweder ganz oder gar nicht. Entweder du machst es so hoch, dass der Wind richtig über dich drüber geht, oder du lässt es ganz weg, weil sonst hast du nur ja, furchtbare Windgeräusche, die dir irgendwo ja, Ohrensausen bescheren. Also Windschild ist ein Fall von ganz oder gar nicht. Und da bin ich inzwischen, naja, eher bei der Abteilung gar nicht angelangt, weil sonst hätte ich nicht diese Triumph. Oder sonst wäre ich mit dieser Triumph in dieser Beziehung unzufrieden. So, und was bleibt jetzt dann eigentlich da übrig? Wir wollen einen Dreizylinder mit Fußbrettern, einer angenehmen Haltung drauf und so. Ja, da brauchen wir nicht lange überlegen. Ha, die Triumph Rocket. Ja, Thunderbird. Nein, die Rocket. Ja, Rocket. Ja, das wäre doch mal sowas. Das wäre eine Sause. Ja, allerdings kommen wir dann zu einem anderen Problempunkt, nämlich das Gewicht. Tja, versuch mal ein schweres Motorrad auf einem leicht abschüssigen Parkplatz rückwärts zu schieben, wenn du Schotter unter den Beinen hast. Forget it. Da brauchst du dann noch einen Klappspaten, um den Schotter wegzukratzen, damit du auch wirklich nach hinten schieben kannst. Und damit ist die Triumph Rocket leider auch gestorben. Was bleibt mir da noch übrig? Nicht viel eigentlich. Was eigentlich? Naja, Motorroller, ja. Ja, klar, ich meine, da kann man dann natürlich auch noch als Ergänzung sagen, ja, dann, warum testest du mit Motorrad so komisch? Möchte ich noch erwähnen. Warum? Weil ein Motorrad auch hier in der Stadt funktionieren muss für mich und das tut dir Triumph. Ja, was nützt es mir, wenn ich irgendeine K1600 habe, die super auf Weltreise geht, aber absolute Scheiße ist in der Stadt gut. Klar, du kannst auch in der Stadt fahren und die hat auch ein Windschild, aber Windschild, war da nicht was? Sommer, 30 Grad, forget it. Eigentlich dachte ich ja neulich auch, wenn ich im Lotto ungefähr, naja, wir möchten jetzt nicht unbedingt gleich in einen Jackpot ins Haus fallen, sondern sagen wir mal 30.000 Euro kassieren, dann haben wir das Geld für eine richtig geile Harley Davidson Road King Special. Ganz wichtig, das Special. Das Special macht den entscheidenden Unterschied, habe ich festgestellt. Ja, da kann man auch Gepäck mitnehmen, das ist geil. Aber da sind wir wieder beim Punkt, zwei Zylinder, okay, das ist jetzt bei der nicht so schlimm. Natürlich ist das bei der überhaupt nicht schlimm. Nein, das ist nicht eine Harley Davidson, das ist total geil. Doch, also ist klar, es ist auch Psychologie dabei. Aber so eine Road King Special, die hat Gepäcktaschen, da kann man was reinpacken. Ja, und die hat kein Windschild, die hat einen Zweizylinder gegen. Da gewöhnt man sich dran, wenn man sich dran gewöhnen will. Und die hat auch, ja, kein Windschild. Hatte ich das schon erwähnt? Kein Windschild. Also, ja. Wer quietscht jetzt? Also die Road King Special? Ja, aber das ganze schöne Geld. Also ja, das ist die Frage echt. Muss ich am Schluss mir mein Motorrad bauen? Muss ich wirklich am Schluss eine Motorradfabrik aufmachen? Ja, Motorradfabrik. Elektromotorrad mit Plutoniumkraftwerk an Bord.
Und ja, kein Windschild, Packtaschen, super Style. Und ja, genau, was ist auch von wegen Style, ja. Das ist auch noch, huhu. Was soll ich sagen? Irgendwie gibt es vielleicht gar nicht so das richtige Motorrad für mich anscheinend. Und auch, ja, das möchte ich noch zur Beruhigung der Allgemeinheit erwähnen. Ich bin jetzt mal ein paar Pedelecs gefahren. Naja. Kauft euch, oder schaut euch mal das Modell mit dem Bosch CX-Motor an. Ach, Katastrophe, ab 25 km/h fährst du wieder einen Berg auf. Ja, in der Ebene. No way. Also, Pedelec mit Bosch-Motor, nein. Pedelec mit Yamaha-Motor schon deutlich besser, aber ab 25 km/h stirbt hier die Freude am Fahren. Dann schon lieber, ja, genau, wandern. Genau. Aber dann, ja, genau, genau, mit meiner Elektrobagger in den Urlaub fahren und dort wandern. Ja, ich weiß nicht. So viele Ideen, so viele Möglichkeiten und so wenig Geld. Ich muss unbedingt, aber in diesem Chaos-Vlog heutzutage, den ich da abliefert, mit diesen seltsamen Satzstellungen, die völlig belanglos und bezuglos zueinander stehen, ja. Erstmal ab ins Video. Nee, anderer Satz. Erstmal ab in die Auflösung vom Intro-Quiz. So rum war das. Ja, wo waren wir am Anfang des Videos? Am Anfang des Videos waren wir da drüben, ist das Schloss solide. Da ist das Motorrad und hier, das ist das Grävenitz-Museum. Ja, schicke kleine Bude. Und das ist das Museum von Fritz von Grävenitz, Wohn- und Arbeitsstätte des Bildhauers und Malers 1892 bis 1959. Interessant. Was hier nicht alles gibt. Naja. Und damit, ja, tschüss und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video. Oder so. Tschüss.